rausgehen. Unter Rheuma versteht man ganz generell Erkrankungen, die was mit Beschwerden am Bewegungsapparat zu tun haben. Unter Bewegungsapparat versteht man die Gelenke, die Muskeln, zum Beispiel die Wirbelsäule auch. Und die rheumatischen Erkrankungen, die wir Rheumatologen behandeln, haben immer etwas mit Entzündung zu tun. Es spielt sich eine Entzündung im Körper ab, so wie gerade schon erwähnt, entweder an der Wirbelsäule, an den Muskeln oder an den Gelenken. Und die muss dann auch entzündungshemmend behandelt werden. Die Krankheit Rheuma an sich ist durch eine Operation nicht behandelbar. Dafür gibt es Medikamente mittlerweile, die diese Krankheit sehr gut behandeln können. Wir als Handchirurgen und Plastikchirurgen haben aber die Möglichkeit, die Folgezustände von Rheuma, welches zum Beispiel nicht gut behandelt wurde oder welches auch durch Medikamente nicht in den Griff zu bekommen war, können wir sehr gut angehen. Hier gibt es verschiedene operative Möglichkeiten, wie man den Patienten helfen kann, insbesondere wie man sich von ihren Schmerzen und gegebenenfalls auch Bewegungseinschränkungen befreien kann. Die für uns wichtigste Gruppe von Rheumakrankheiten sind diejenigen, die auf Entzündungen beruhen. Das heißt, im Körper spielt sich eine Entzündung ab und eben ganz speziell an Gelenken, an der Wirbelsäule zum Beispiel. Und diese entzündlich bedingten rheumatischen Erkrankungen, das ist das, was wir Rheumatologen behandeln, weil diese Erkrankungen am gefährlichsten sind, weil sie die größten Schäden hinterlassen können. Eine ganz große Gruppe von Patienten leidet unter Beschwerden am Bewegungsapparat, deren Ursache Verschleiß, Abnutzung ist. Diese Erkrankungen werden aber nicht mit schweren Medikamenten behandelt, sondern eher mit physikalischer Therapie, Krankengymnastik und so weiter. Dann gibt es eine große Gruppe von Rheumakrankheiten, die sind auf Stoffwechselkrankheiten zurückzuführen. Die bekannteste davon ist zum Beispiel die Gicht. Und die vierte große Gruppe von Rheumakrankheiten, das sind weichteilrheumatische Beschwerden. Das heißt, es schmerzen die Muskeln, die Sehnen und die Sehnenansätze. Auch hier sind schwere Medikamente nicht erforderlich. Die Operationen im Bereich der Handchirurgie erfolgen zu einem gewissen Prozentsatz stationär, wenn davon auszugehen ist, dass nach der Operation mit vermehrten Schmerzen zu rechnen ist. In diesen Fällen werden die Patienten bei uns auf Station speziell schmerztherapeutisch mitbehandelt. Gegebenenfalls ist auch die Anlage eines sogenannten Schmerzkatheters notwendig, um hier die Schmerzen so gut wie möglich zu lindern. Viele kleinere Operationen können aber durchaus auch ambulant in unserem ambulanten OP-Zentrum durchgeführt werden. Entzündlicher Rheumatismus wird behandelt mit teilweise sehr nebenwirkungsreichen Medikamenten. Dazu zählt zum Beispiel das Cortison oder die entzündungshemmenden Medikamente, die Schwellungen und Ergussbildungen zum Beispiel zur Rückbildung bringen, wohingegen die stoffwechselbedingten rheumatischen Erkrankungen natürlich so behandelt werden, dass man die Stoffwechselkrankheit primär behandelt, dann gehen auch die Beschwerden an den Gelenken zurück. Und eine Domäne bei den verschleißbedingten Erkrankungen ist die physikalische Therapie, Krankengymnastik, Bewegungstherapie. Mit der Operation allein ist die Behandlung der Handerkrankung in der Regel nicht abgeschlossen. Zu der Nachbehandlung gehört auch nicht nur der Fadenzug oder die Wundkontrollen, sondern auch im ganz Speziellen die Nachbehandlung durch speziell geschulte Physiotherapeuten und Ergotherapeuten.
Bei den Patienten, die bei uns stationär liegen, wird die physio- und ergotherapeutische Nachbehandlung bereits während des stationären Therapieverlaufes eingeleitet. Wenn die Patienten verschiedenste Schienen benötigen, werden diese auch im Rahmen des stationären Aufenthaltes bereits maßgefertigt angepasst, um hier auch die Funktion nachher optimal zu verbessern.